Wenn man jemals ein Schwert bräuchte, um die Almauern in zwei zu hauen, dann bräuchte man nicht weiter suchen. Pass auf, wenn du dieses Ding richtest. Ich habe schon viele Kopien gesehen, aber das ist das echte Schwert. Die Geister hätten sich nicht um eine billige Imitation geschart. Das ist die beherzte. Landwehr holt schnell eine Schreibfeder und ein Pergament hervor und beginnt das Schwert zu skizzieren. Du musst gut darauf aufpassen, für die Nachwelt natürlich. Als du dich an das Gewicht des Schwertes gewöhnst, werden deine Gedanken deinem ununterbrochenen Stimmengewirr dringen. Die Fragmente ermutigender Ansprachen, glorreicher Schlachtrufen und der Erwartung bevorstehenden Triumphs. Das Gefühl ist genauso schnell wieder weg, wie es dich überfallen hat. Die Beherzte pulsiert in deiner Hand, begierig, ihr Potenzial zu entfalten. Du kannst dich nicht entscheiden, ob du ein Schwert hältst oder ein lebendes Symbol. Der Unterschied wird manchmal schemenhaft. Deine Macht hat sich erhöht. Ich habe die Beherzte erhalten. Ja. Das ist wirklich ein mächtiges Schwert, hä? Kriegt die Fähigkeit des unbeugsamen Landes. Hebe dem Herz in die Luft und befestle eine Welle von Energie. Aha. Die Feinde in der Nähe betäubt. Schaden erhöht sich mit dem Ansehen der Beherzten. This will serve me well. Ja, das ist jetzt dein neues Schwert. Und ich glaube, das wird auch am Schaden immer besser, je weiter es aufsteigt. Kann das sein? Wo ist denn der Streitkolben jetzt hin? Da. Ja gut, hat ein bisschen mehr Schaden, aber ich glaube, das Ding ist schneller. Ja, Erholung. Ist genauer. Ja, behalten wir auf jeden Fall mal bei. Das mit den, dass die Wunden jetzt so wirken, finde ich ein bisschen, naja. So, Artefakt beherzt. Du hast ein mächtiges Artefakt ausgerüstet. Standhaftes Abzeichen ist sehr hoch. Ja, und das hier ist schon auf Maximum der Grabbogen. So, damit wäre das auch erledigt und ich kann zum Wachplatz zurückkehren. Und bringen hoffentlich Ashs Tochter dazu, dass sie für ihre Tochter abdankt. Dumm die Dumm. Ach ja, die Nachricht von Myotis. Mein lieber Schicksalsbinde, sein schlecht gehütetes Geheimnis, dass Blade Marks Arbeit eher das Töten von Bedingungen überführt, bevor diese zu einem Problem werden. Die wenigsten Aufträge betreffen offizielle Hinrichtung. So wie ich das verstehe, hat Kyros Blade Marks schon lange Zeit als präventive Maßnahme eingesetzt. Da er sich recht frei durch die Welt bewegen und mit Ausnahme der abstrusesten Mächte allem ausweichen kann, ist er der perfekte Feind für ungebändigte Talente. Ich bin mir sicher, dass wenige in den Stufen sich jemals gefragt haben, warum es scheinbar so wenige Archonten gibt, die so weit im Westen geboren wurden. Bestimmt sind immer wieder potenzielle Archonten in den Stufen aufgetaucht, aber sie werden normalerweise vom Mark niedergestreckt, bevor die Welt von ihnen hört. Genauso sicher kann man annehmen, dass Blade Mark dich beobachtet und Befehle hat, zuzuschlagen, wenn immer er es für angemessen hält.
Ich kenne diesen alten Mann schon eine Ewigkeit und ich lege dir äußerst nahe, nicht zu versuchen, ihn mit offenkundiger Schaustellung von Loyalität einwickeln zu wollen. Er kann Krieche überhaupt nicht ertragen. Er hält alle Menschen für selbstsüchtige, verdrehte Gauner, dessen bin ich mir absolut sicher. Und es gibt diejenigen, die dies verbergen wollen und die anderen, die akzeptieren, was sie sind. Es gibt keine dritte Gruppe. Also ja, ich glaube wirklich, dass Blind Mark einst kommen wird, um dich zu holen. Wie gesagt, du könntest dich immer noch verstecken oder dein Leben jetzt schon beenden. Aber der Weg, den du einschlägst, wird Konflikte mit sich bringen. Gut, dann fragen wir mal nach Kyros Zorn. Liebe Miotis, danke, dass du dies alles in Erwägung ziehst. Ich frage vielleicht eine zu offensichtliche Frage, dennoch. Wenn ich solch eine Besonderheit bin, solch eine Bedrohung, warum hat sich der Oberherr nicht sofort um mich gekümmert? Ein Edikt oder ganz einfach eine Aufforderung an Blind Mark wäre keine kleine Bedrohung. Und nichts von beidem scheint bis jetzt geschehen zu sein. Wie siehst du das? Warum hat sich Kyros noch nicht mit mir befasst? Weil mich Kyros wahrscheinlich noch braucht und Pläne für mich hat. Vielleicht mache ich genau das, was er will. Immerhin erobere ich gerade die Türme der Altmauern für ihn. Hier oben war nichts mehr, gell? Nein. Also geht's gleich nach da. Dort stehen wieder die Steinschilde, die wir bei der letzten Schlacht gut gebraucht hätten. Also ich sollte, wenn möglich, immer in den Türmen schlafen. So, was hat sich hier getan? Hoffentlich standen sich die beiden immer noch böse an, ja? Was hast du eigentlich zu sagen, Dimitris? Hast du mit Raven Ashburn seine Tochter gesprochen? Ich beneide dich nicht um die Aufgabe. So, einmal ein Quicksave. Schicksalsbinder, hast du dir etwas einfallen lassen? Es gibt keinen anderen Weg, das Kind muss sterben. Tut mir leid, Amelia, ich konnte keine Alternative finden, dein Kind muss sterben. Ich suche noch, aber ich kehre wieder. Erzähl mir von den letzten Tagen des Feldzugs im unbeugsamen Land. Sie haben meine Einheit nachts überfallen, sie haben unsere Wache getötet und den Rest überwältigt, bevor wir einen Gegenangriff organisieren konnten. Als sie mich gefangen nahmen, war ich das Abbild des Ungehorsams und zahlte ihnen einen Großteil des Nordblutes heim, das sie vergossen hatten. Sie haben mich hinter den Mauern vom Blachplatz in Einzelhaft gesperrt. Ich habe ihnen jede Menge Ärger bereitet, also haben sie mich einfach in meiner Zelle allein gelassen. Stredos der Jüngere, der Sohn des Regenten, er besuchte mich fast jeden Tag, um sicher zu gehen, dass ich alles hatte, was ich brauchte. Sie runzelt die Stirn. In der Legion lernen sie einen, was man von den Südländern zu erwarten hat. Sie seien Barbaren, wilde Vergewaltiger. Ich hatte nicht mit Höflichkeit gerechnet. Du hattest Glück, manche von uns kommen tatsächlich aus den Stufen und sind schon lange genug dabei, um es besser zu wissen. Ich habe weiter mit Stredos, dem Jüngern, debattiert und gescherzt. Er hasste den Norden und ich den Süden, aber als wir über unsere Vorurteile hinausblickten, erkannten wir, dass wir mehr gemeinsam hatten als erwartet. Sehr viel mehr. Ich erfuhr später, dass er von den Geschmähten verwundet worden war und auf dem Schlachtfeld starb. Sie hat mir die tiefen Schulter in den Kopf. Mein Stredos, da wusste ich, dass der Archont des Krieges es endlich auf mich abgesehen hatte. Das wusste Ash doch noch gar nicht, dass du da hier Unsinn treibst. Kurz darauf hörte ich, wie sich ein Trupp von Eisengepanzerten vor der Festung versammelte. Hätte ich eine Stimme in der Legion gehabt, ich hätte ihnen gesagt, sie sollen sich zurückziehen. Man behandelte mich mit Würde und wir vermuteten, dass Kyros Edikt bald einsetzen würde. Nicht, dass die Namen meines Vaters auf mich gehört hätten. Du warst in Gefahr und wir kamen dir zu Hilfe. Wie viele hunderte von Nordländern haben wir an den Sturm verloren, nur um das zu hören? Berg murmelt vor sich hin. Er scheint Schwierigkeiten zu haben, das Gehörte mit ihm zu vereinen, was er weiß. Fahrt fort. Der Regent hat mich in meine Isolation getröstet. Wir hatten beide die Person verloren, die wir liebten.
Und bald merkte ich, dass ich mit seinem Enkelkind schwanger war. Sie wendet sich dir mit einem vorsichtigen Blick zu. Den Rest kennst du. Ich habe eine Idee, die dein Kind retten könnte. Den Regenten sei Dank. Also los, ich bin ganz ohr. Wie lautet deine Idee? Danke für deine Linie ab. Als Regentin Mutter hast du die nötige Autorität. Du musst lediglich die Worte aussprechen. Zum ersten Mal spiegelt sich Hoffnung in ihrer Miene wieder. Ist das wirklich so einfach? Eine behördliche Formalität, um ein unschuldiges Leben zu retten? Sie schnappt vor Überraschung und Spott. Wenn das funktioniert, werde ich dir mehr schulden, als ich jemals gut machen kann. Hier. Das Edikt hat dieses Schmuckstück beschädigt, aber vielleicht ist es dir trotzdem noch nützlich. Ich, Amelia, danke im Namen meiner Tochter ab und verzichte auf die Regentschaft über das unbeugsame Land sowie auf alle Bande, Abkommen, Lehnsgüter und Besitztümer. Wir geben jeden Schutz und jeden Vorteil auf, die uns durch die uralte Blutlinie zustünde. Sie hält inne, reicht das? Schweigen legt sich über den Saal. Ein Augenblick lang scheint es, als hätten die Winde draußen ihren Tanz beendet. Ein lautes Krachen gegen die Tür des Saals durchbricht die Stille. Draußen beginnt der Sturm noch heftiger zu toben als zuvor. Er wirbelt Staub und Schutt in den Raum. Kurz glaubst du, die Kraft der schwindenden Arkadenmacht würde ausreichen, um dir die Haut von den Knochen zu ziehen. Ein Gefühl, dass du dem Edikt der Stürme zuschreibst, doch es ebbt ebenso schnell wieder ab. Jo. Die Winde weichen, die Festung peitschen sich. Die Winde, welche die Festung peitschen, sind verstummt. Draußen liegt eine unheimliche Stille in der Luft. Eine Runge, die das unwirksame Land schon lange nicht mehr erlebt hat. Du hörst die Symbole, durch die das Edikt der Stürme einst geschaffen wurde. Jede Silbe verkündet sich aus einem neu entdeckten Winkel deines Verstandes. Das Edikt ist nun offenbar ein Teil von dir. Zum Glück hat es funktioniert. Du hast meine Tochter verschont und dabei hatte ich gelernt, von den Dienern Kyros nichts als Grausamkeit zu erwarten. Amelia blickt auf die Wiege. Wir haben nun die Aussicht auf etwas, was ich für nie möglich gehalten hätte. Ein Leben außerhalb dieser Mauern. Mein Vater kann streng und unnachgiebig sein, aber ich kehre nach ihrer Esse unter seinem Schutz zurück. Zumindest solange der Konflikt andauert. Hoffentlich ist er nicht so vom Krieg besessen, dass ich ihn noch als Mann und Vater erreichen kann. Beide waren mir immer lieber als der Archont. Ich bereue keine der Entscheidungen, die mich hierher geführt haben. Darin werden wir niemals einer Meinung sein, aber meine Tochter wird in Sicherheit leben. Die Pattsituation zwischen den Ungebrochenen und den Geschmieden ist beendet. Ein Sieg, der nicht in Ringen aufzuwiegen ist. Danke, Schicksalsbinder. Ich bleibe im Wachplatz, um hier alles zu sichern. Ich werde Ash von deiner hervorragenden Arbeit berichten. Jo, wieder mehr Macht für mich. Was auch immer mir die Macht bringt, kehre nach Ehrener Esse zurück und berichte Ash, ja. Ja, die Krippe. Jetzt will ich noch, dass Lyra das Schloss knackt. Hast du noch was zu sagen? Ja, ich hoffe, dass ich jetzt Ash ein bisschen beruhigen kann. Nach meinen letzten unbedachten Worten ist er ja mehr als nur stinkig auf mich. Ich hoffe einfach nur, dass er nicht einfach seine Tochter jetzt hinrichtet, bis ich in der Ehren Essa eintreffe. Die Festung ist sicher in unseren Händen. Die Reparaturen haben schon begonnen. Ach, Romalan, du bist auch hier. Ja, irgendwie beruhigt es mich, die jetzt hier Geschmähte zu sehen. Ash muss erfahren, was wir hier erreicht haben. Ich bleibe hier und überwache die Reparaturen der Verteidigungsanlage. On it. Eisenschreiter, Steinschilde, alles ist hier.
Komme ich wenigstens noch über die Außenanlagen raus? Halbmondläufer. Noch ein Steinschild. Ja, ich komme noch durch die Bresche raus. Halbmondläufer. Ich hoffe mal, dass das Ash auch ein bisschen Ruhe jetzt verschafft. Immerhin hat er noch einen Krieg gegen Nerva zu führen und ich bin mittendrin.